Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 15 Ultimate Team. Diesmal spielen wir wieder einmal eine Runde in den Online Seasons und ich habe zwei neue Mannschaften gebaut. Ich habe die alten beiden sozusagen zerstört und zwei neue gemacht mit zwei neuen Formationen. Zum einen diese hier, die ich bisher relativ cool finde, mit diesen Spielern hier. Auf der Bank sieht man schon die anderen, die ich auch in der zweiten Mannschaft alle drin habe. Hier ist noch verletzt. Als Option zu Sterling habe ich auch noch Kabea. Nee, Kabel, ich weiß nicht. Uff, Französisch, keine Ahnung, wie das man das ausspricht da. Ansonsten ist das hier meine Mannschaft und mit der will ich jetzt spielen. In Liga 2, wo ich aufgestiegen bin übrigens. Und mal schauen. Um die Uhrzeit finden wir ja auch noch jemanden. Meine individuelle Taktik auswählen. Und er hat einen. Ne, er ist ein Cheater wahrscheinlich, der gleich abbricht instant. Das finde ich irgendwie richtig komisch, dass es immer noch nicht gefixt wurde. Den Bug gibt es, glaube ich, also den Bug, in Anführungszeichen, die Sicherheitslücke gibt's. Er wird jetzt wahrscheinlich abbrechen, seit, Anfang FIFA 15 und es ist immer noch nicht behoben. So, das Spiel wurde jetzt nicht gezählt, wie man sieht. Aber wenn ich jetzt rausgehen würde aus Ultimate Team, beziehungsweise aus FIFA, würde ich einfach, das angerechnet bekommen, als hätte ich das Spiel abgebrochen. Würde ich einen Loser-Zug kriegen, alles drum und dran. Das ist so behindert, ja. Ich verstehe das immer noch nicht. Aber wenn ich jetzt noch ein Spiel spiele und das halt regulär zu Ende geht, dann kommt dieser Lose halt durch Abbruch nicht dazu. Das finde ich absolut komisch. Mal gucken. Ich hoffe, diesmal finden wir... Ah, ich habe schon wieder Angst, dass er genau so eine Scheiße abzieht. Mal gucken, ja. Vor allem, dadurch gehen meine Verträge von meinem Team immer schön eins runter, ne? Das ist echt super gut. Und es wird durch die Münzen nicht kompensiert, die ich dadurch noch bekomme. Ja, wow. Das ist echt bitter. Ja, macht da genauso. FIFA 16, nee, FIFA 15 spielen wir noch. Wird hier mit der Zeit unspielbar. Also sind ihm hier Verträge überall ausgelaufen. Wow, super. Klasse, 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 klasse. Und übrigens ist der Transfermarkt hier auch relativ tot. Es gibt kaum noch Spieler. Sterling hier zum Beispiel, den ich gekauft habe, war... Also den gab es zweimal. Das war's, auf dem ganzen Transfermarkt. Allgemein alle Spieler, alle halbwegs guten Spieler sind weg. Fast komplett weg. Die Latenz hier ist schlecht. Da würde ich gerne rausgehen. Jetzt habe ich schon 3 Minuten verballert. Und jetzt verlasse ich erstmal Ultimate Team. Das gibt's nicht. Es ist echt herrlich. Ich verstehe es nicht. Das könnte man eigentlich als Paradebeispiel für FIFA 15 Ultimate Team anwählen. Und das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt rausgeflogen bin, muss ich jetzt meine individuelle Taktik nochmal neu einstellen. Weil ich halt immer vor ich hier irgendein Spiel bei FIFA Spiele mache. Das ist echt, weiß ich nicht. Ich kann jetzt halt schon mal anfangen, was zu sagen. Und zwar, also was Interessanteres zu sagen, als mich hier nur die ganze Zeit drüber aufzuregen. Und zwar werde ich mir FIFA 16 kaufen. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden. Jetzt werde ich mir da einfach für 40 Euro ein Key bei MMO kaufen. Das ist, glaube ich, so das Günstigste, was ich gefunden habe. Wenn ich jetzt das normale FIFA 16 kaufen würde für PC, bei Amazon zum Beispiel, würde es 60 Euro kosten. Da bezahle ich sicher keine 20 Euro mehr für die Verpackung. Irgendwie behindert. So, jetzt vielleicht. Das gibt's nicht. Ja, jetzt werde ich hier die ganze Zeit aus Ultimate Team rausgeschmissen. Ich check's nicht. Ja, gut, ja. Keine Ahnung, ich probiere es jetzt nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann skippe ich das einfach an der Stelle gerade eben. Ich probiere es einfach so nochmal. Ohne dass ich die individuelle Taktik jetzt nochmal einstelle. Diesmal funktioniert soweit, okay. Dann hoffe ich jetzt mal, dass es mich jetzt hier die Taktik einstellen lässt. Das fordere ich, man sieht immer das Team der Woche einfach mal heraus. Ich glaube, einen einfacheren Weg gibt's
dummerweise, also ich bezeichne es wirklich als dumm, dummerweise nicht hier im Ultimate Team Modus, anstatt dass man einfach eine Option hat und dass es halt einfach gespeichert wird. Gibt's nicht. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Okay, 70. Das ist übrigens, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt gehabt, in älteren Folgen die Jukes-Taktik. Ich meine, das ist ein YouTuber und das hier ist eine sehr gute Taktik. Wie ich bereits schon, jetzt wurm ich jetzt hier rein, wie ich bereits schon mehrfach feststellen konnte. Okay, jetzt bitte lass mich spielen. Mal kurz so. Ey, Alter, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. What the fuck? Mach ich irgendwas kaputt gerade? Das hatte ich ja noch nie. Was ist denn das? Ich mach. Nee, komm, jetzt ist genug. Jetzt probier's einfach so und scheiß auf die Taktik. Ich verstehe es nicht. Ich muss irgendwas damit zu tun haben, dass ich die Taktik gerade eingestellt habe. Ich habe keine Ahnung. Okay, er wechselt das Trikot. Das ist für mich ein Anzeichen, dass er kein Scheißteam hat, weil sonst wäre es ihm eigentlich egal. Okay, gut, ich lasse es mal hier. Und stelle es gleich ein, nicht, dass er quittet. Und endlich haben wir jemanden zum Spielen gefunden. Mit auch gar nicht so einem schlechten Team. Ich hatte in den letzten paar Spielen, die ich gespielt habe, hatte ich so krasse Gegner-Teams, ne? Mit allen möglichen Team of the Year-Spielern, Team of the Season-Spielern. Sau krass. So. Taktiken. Jetzt hätte ich gerne. Hier eine 70, hier eine 25, hier eine. Alter, ich muss mich ein bisschen beeilen auch. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Zeit. Komm. Das auf 30 runter. 70. 70. 60, 50. Okay, dann kann es losgehen. Gut, endlich. Boah, Mann. Richtig komisch. Okay, dann habe ich noch. Na gut, auch nicht. Da ist er weg. Barbo. Und ich habe übrigens auch schon ein paar Pläne für FIFA 16. Ich weiß nicht, ob ich das schon spoilern soll, ob ich lieber. Oder ob ich es halt lieber lasse. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Vielleicht in einem der nächsten Videos sage ich mal was dazu, was ich da schon vorab. Auf jeden Fall nicht so ungefähr das, was ich hier mache. Das heißt einfach random Spiele spielen und aufnehmen. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass es ziemlich langweilig ist, so ein ganzes Spiel 20 Minuten lang anzuschauen. Auf 15 halt. Meistens 15. Das war ein bisschen schlecht von mir. Das versucht damit Ibarbo hier durchzupacen, was er aber nicht hinkriegt. Bisschen. Sehr gut geblockt. Und die Maria da auch zur Stelle. Er fliegt einfach hin. Das ist ein Netz. Oh, den habe ich noch. Schieße! Buffon. Erste gute Möglichkeit. Aber auch nur, weil da hinten jemand geschlampt hat. Kriegt den Torwart, ne? Ja. Buffon. Na, schade. Na, schade. Der ist auch weg. So. Aber da läuft niemand mit irgendwie. Der Pass kam auch zu spät. Jetzt mal gucken, dass wir hier mal einen ordentlichen Angriff aufbauen. Na gut, der Pass war scheiße, weil Agüero da stehen geblieben ist. Dachte, er läuft noch ein bisschen. Oh, fast abgefangen von Touré, aber nicht ganz. Schade. Schürrle. Mertens. Kommt er da vorbei? Er kommt vorbei. Er kommt vorbei. Ich schmeiß mich damit.
eine Grätsche dazwischen. Hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert, aber mache ich immer wieder ganz gerne. Jetzt probiere das auf die Art und Weise mit Ibarbo. Schafft er sogar halbwegs. Oh Gott, schafft er sogar sehr gut, aber da war die Flanke zu schlecht. So, jetzt mit Di Maria. Ne, wird nix. Über die Flügel komme ich da irgendwie gar nicht voran. Ich ist allgemein zieh. Okay, den habe ich. Habe ich viel zu früh gedrückt. Dadurch konnte ich es nicht mehr abbrechen. Ich meine, da gab es sogar was, um sowas wieder abzubrechen, nachdem man es schon gedrückt hat, aber ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ne. Okay, jetzt. Vielleicht mal hier was einleiten wieder. Aber das wird nix. Ich verstehe es nicht gerade. In anderen Spielen ging es viel leichter irgendwie durch. Ich weiß nicht, was hat er für eine Formation gehabt? 4-3-3. Bin mir gerade nicht sicher. Der Ball geht da auch nicht dran vorbei. Aber gibt einen Freistoß für mich. Nach Foul, glaube ich. So. Das war natürlich auch super von mir. Ja, Felipe Luis kommt da nicht dran. Schöne. Ey. Die kommen ja auch überall vorbei. Psst. Na, kann ich ihn vom Ball trennen, bitte jetzt? De Bruyne. Haben wir jetzt hier. Und er schießt. Oh. Ans Aluminium. Gut 35 Minuten gespielt, noch nichts wirklich Spannendes passiert. Zumindest nicht auf meiner Seite, außer der einen Schuss von Aguero. Der kommt sogar ein bisschen an. Ich gehe mal ein Stück aggressiver. Irgendwie läuft es gerade gar nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Bisher war es jedes Spiel besser als das hier. Weil irgendwie komme ich da wirklich null durch ab dem Mittelfeld. Da ist irgendwie nichts zum Anspielen. So, Agüero darf mal laufen. Aber er wird instant abgetrennt von Chiellini. Okay, Di Maria. Aber da stand niemand. Das war schon besser, aber kam auch nicht durch. Okay, Touré wird instant abgedrängt, auch von Chiellini. Krass. 3 Minutes, sagt er an. Sirigu, okay. Wo auch immer der hingehen sollte. Ich weiß nicht. Der ist nicht im Aus gewesen. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Kann er was draus machen? Nein, kann er nicht. Aber Felipe Luis spielt er noch ins Aus. Und das war's mit der ersten Hälfte. War ziemlich unspektakulär, was man auch hier an den Statistiken sieht. Es muss besser werden. Also irgendwie läuft da noch nichts wirklich. Der Pass war sauscheiße. Kongo. Mist. Verdaddelt er ihn? Er hat ihn noch verdaddelt. Aber ich kann daraus, glaube ich, nichts mehr machen. Na, schade. Wurde zu eng. Gibt einen Abstoß. Oh, er spielt ihn kurz. Finde ich interessant. Ist nämlich immer ein Risiko, den kurz zu spielen. Passt auf jeden Fall. Gut gemacht. Schöle. Aber Aurier hat ihn. So, Touré.
Und wo auch. Der sollte nicht nach da gehen. Der sollte nach links gehen. Jetzt hat die Schule ein bisschen freie Bahn. Ein bisschen sehr viel. Das gibt's nicht. Und das ist 1-0. Krass, der war nochmal abgefälscht, glaube ich. Gucken wir uns gleich nochmal an. Vielleicht. Na, dann nochmal. Oder war es der Keeper, der da dran war? Ich weiß es gerade nicht. Okay, jetzt sind wir hier auf jeden Fall in Zugzwang. Touré nicht vom Ball zu trennen. Auch sehr cool. Da sieht man mal, wie viel hier Strength bringt in FIFA. Kriegt man nicht vom Ball weg. Aber dann ein Rempler von Chiellini und der fliegt wie sonst was. Sehr interessant immer. Alter, er presst hier auf jeden Fall ziemlich krass im Mittelfeld. Okay. Gibt eine Ecke. 60 Minuten gespielt. Also der Ausgleich muss hier Minimum noch her. Gut, hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. Oh, der Ball war schön. Aber Aguero wird da gestoppt von Sokratis. Auch mit Ziehen, wie ich gesehen habe. Irgendwie cool, wenn man sich da auch fallen lassen könnte mal. Beim Real Life wäre das auf jeden Fall eine gelbe Karte und ein Freistoß. Wenn er zieht und man sich dann fallen lässt. Okay, er macht ja schöne Tricks, was ihm nichts bringt. Oh, doch! Er kommt da sogar noch vorbei dran. Das gibt's nicht. Serijou hat ihn. Komm, einmal darüber. So, und jetzt vielleicht mal hier irgendwie laufen. Na, ah, was war das denn für eine Flanke, Alter? Wie weit gehen die denn daneben? Oh Mann. Touré stand da nämlich ziemlich frei. Okay, die Maria. Der will auch gar nicht loslaufen, ne? Das wird, glaube ich, nichts. Na, Chiellini. Der ist da echt eine Mauer. Okay, danke. Und wo auch immer der hingehen sollte. Okay, die Maria, die Maria. Schade. Naja, der war auch abgefälscht. Barbo läuft. Kriegt ihr nicht mehr. Okay, 75 Minuten jetzt langsam. Muss hier was her, sonst sieht's übel aus. Ich weiß nicht, warum es so gerade so scheiße läuft. Es lief sonst nie so scheiße. Irgendwas ist anders. War das wieder Schöle? Ich glaube, es war wieder Schöle, ne? Krass. Ja. Der passt wirklich genau, ja, war Schöle. Okay, brauche ich gar nicht so ankommen. Okay, jetzt ist auf jeden Fall Schicht im Schacht. Jetzt muss hier was her. Na, spiel ihn! Das war. Als ob das Abseits war, oder? Meh. Alaba. Dumbia. Zimmer den wieder drauf. Ach, als ob Konko da dazwischen gehen kann. Mit seinem 72er Defensiv Stat. Natürlich stehen da vier Leute frei und den einzigen, den ich treffe, ist der Chiellini, der da steht. Ey, ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt komm, gib den Ball her, danke.
Jetzt mal laufen. Sterling hat auch ein bisschen Pace am Start. Der kann laufen, wenn er will. Warum verliert er instant den Ball, wenn ich instant auf Passen gedrückt habe? Man sieht, er verwaltet. Er versucht nicht irgendwie nach vorne zu kommen, schnell und noch ein Tor zu schießen. Na klar, war es ein Foul. Oh, ja, beeil dich mal. Die Zeit läuft weiter. Was ich übrigens auch extrem hässlich an FIFA 15 finde, ist, dass die Zeit einfach dauerhaft weiterläuft, egal was ist. Das heißt, der Gegner kann es eigentlich provozieren, dass halt die Aktionen länger dauern. Ja, komm, pass ihn einfach her. Danke. Oh, schade, ich dachte, ich krieg den. Ja, jetzt komm, her damit, danke. Warum passt er so scheiße langsam? Oh Mann. Es gibt den Ball einfach her. Was macht der da, Alter? Ah. Das macht er aber gut. Er spielt es ein bisschen runter. Ja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ladies and Gentlemen. Gentlemen. Naja. Gut. Ne? Das war jetzt wirklich nicht wirklich pralle, muss ich sagen. Das war gar nichts. Oh Mann. Ich hoffe, es läuft beim nächsten Mal besser. Erste Niederlage in dieser Saison. Aber na gut, was wollen wir machen? Dann würde ich sagen, das war's mit der Runde hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem, trotz des relativ schlechten Spiels. Und wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.